Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu Die Siedler 4. Wir haben wieder ein bisschen Musik. Ich habe mir gedacht, na, wenn wir halt das übliche Problemchen hier haben, dann dass dieser Kampf ja wieder mal war in der letzten Folge, wie immer, dann machen wir doch einfach die Musik mal aus, beziehungsweise laden das Spiel neu und dann läuft das wieder alles wunderbar. Ja, also ich begrüße euch heute ganz herzlich. Wir haben hier so ein paar kleine Truppen hier zusammengepfercht und ich habe überlegt, ob man nicht vielleicht tatsächlich mal einen Angriff starten sollte, wenn wir dann noch ein paar mehr dabei haben. Ich meine, es geht ja so langsam hier voran mit der Produktion und unsere Verteidigung sieht auch ganz gut aus. Wenn wir jetzt so mit dem ankommen hier, wir haben 31, 32, das ist schon mal, ja, gut verteilt. Und man könnte damit ja tatsächlich auch beim dunklen Volk das ein oder andere erreichen. Könnte ja tatsächlich sein. Die haben zwar über 300 Krieger, da drehe ich mich ja im Grabe um, wenn ich das sehe. Ich meine, ich mit meinen 130, das ist ja echt mickrig. Allerdings haben die Römer und die Wikinger nochmal deutlich mehr. Die nehmen aber immer noch nicht irgendwie an dem ganzen Kampfgeschehen teil. Die haben irgendwie nicht wirklich Lust, irgendwas zu tun, habe ich so echt das Gefühl. Guck mal hier, die haben auch jede Menge Rüstung da rumstehen, aber viel passiert da auch nicht. Weiß nicht, was da los ist. Die gammeln da nur so rum. Ah, hier, den Priester, Aufpasser sollte ich vielleicht wieder nach vorne schicken, damit der aufpassen kann. Und ihr bleibt einfach hier, ihr seid halt das Programm, das aufpasst, dass alles irgendwie dann noch halbwegs richtig läuft. Wenn irgendwas mal schief gehen sollte. Was nicht schön wäre. Hier liegt noch Fleisch rum. Nehmt das Fleisch da weg. Das blockiert alles nur meine Steinblöcke, die da rumliegen. Ja. Und irgendwie so Steinmine fördert auch nichts mehr, ne? Es ist auch ein bisschen mager. Mager Kaffee. Aber wir können. Oh, wir können schon mal hier so ein bisschen Gold erforschen. Gold umtauschen. Brauche ich hier meinen Priester. Und dann können wir ein bisschen Holz in Gold verwandeln. Jo, was tut sie hier? Da fehlen überall so viele Steine. Das ist alles unglaublich. Wir brauchen ja Jahrhunderte, bis das hier wirklich seinen geregelten Gang gehen kann, glaube ich. Ah, ja. Wir reißen nochmal eins von den Wohnhäusern ab. Ja, hier fehlt eine Spitzhacke. Die kommt doch bald. Keine Angst. Entspannt euch. Da sind gerade Brote noch und das Schiff müsste eigentlich gleich anlegen. Genau, da ist ja schon ein bisschen was drauf. 5 Brote, 2 Spitzhacken. Das ist doch genau das, was wir benötigen. Alles dabei, um dann auch die Steinmine gut versorgen zu können. Ja, ansonsten weiß ich noch nicht, was ich hier großartig machen soll. Vielleicht gibt es hier jede Menge Gold auf diesem letzten Hügel. Das wäre natürlich das Nonplusultra, das ultimative Highlight. Aber ich glaube da noch nicht ganz dran. Mal sehen. Wir werden die Leute auf jeden Fall erstmal hier hochschicken, die Planierer. Oder besser gesagt, die Pioniere. Damit die da ein bisschen sich umgucken können. Jo, also, wir können uns ein wenig Holz vertauschen. Das machen wir doch glatt mal. Boing. Verbumm. Boah, geil. Hier, das, na gut, schade. Ist nicht direkt 8 gewesen. Also, doch, es sind 8 gewesen. Aber, ja, na gut. Ist ein bisschen was. Ein bisschen Gold. Haben wir ein bisschen Gold gewonnen. Juhu. Können wir uns freuen. Und mit dem Gold können wir dann natürlich auch noch ein paar weitere Krieger ausbilden. Ja, das ist ja immer genau die Sache, die ich damit erreichen will. So, sind auch jetzt tatsächlich schon ein paar. Sind schon einige jetzt. Vielleicht sollten wir so langsam echt mal hier so einen kleinen Vorstoß wagen. Die Römer hier oben. Weiß nicht, wann die mal irgendwann auf den Plan richtig treten und ins Spielgeschehen eingreifen, das kann echt noch Jahre dauern. Und bis wir hier unten sind, das dauert auch noch ein paar Jahrhunderte, habe ich das Gefühl. Naja, okay. Der findet keine Bäume mehr, schon wieder nicht mehr. Warum finden die nie Bäume? Jetzt müssen wir uns echt mal langsam Gedanken machen, ob wir vielleicht dann irgendwie hier noch ein Forsthaus installieren. Und mit dem Förster dann das Ganze hier regeln. Mal schauen.
Das sieht gut aus hier. Da wird jetzt das fertiggestellt, da wird da gebaut. Hier ist bislang nur Kohle. Bislang lohnt sich diese Insel echt nicht so richtig. Ist der Aussichtsturm fertig und... Oh, nee, Leute, ey, nicht ernsthaft. Der Aussichtsturm. Was soll denn mit dem Aussichtsturm? Meine Fresse. Oh, guck mal, hier ist schon wieder alles weggeholt von dem Wohnhaus. Das ist ja auch toll. Das heißt, da können wir schon wieder Neues in Auftrag geben. Tatam, da brauchen wir die Planierer noch nicht mal für. Wofür wir die Planierer bräuchten, wäre vielleicht in irgendein anderes Gebäude. Aber ich weiß gerade nicht, was ich für eins bauen soll. Weil im Moment, boah, vielleicht nur Goldschmelze. Aber die Gold, ja doch, die Goldminen sind gut am Produzieren. Da können wir echt noch eine weitere Goldschmelze bauen. So, dann hier los, auf geht's, meine Herrschaften Planierer. Alle weg da, bitte. Lauft! Lauft doch alle weg! Und unsere Kampfkraft ist immer noch nur bei 72%. Also müssen wir auch noch ein bisschen was tun, dass das ein bisschen bergauf geht. Der ist jetzt endlich fertig. Juhu. Und wir können bald ein paar neue Steine herbeizaubern. Juhu. Also können wir schon, aber jetzt im Moment brauche ich es gerade noch nicht. Hier ist die Kohlemine fertig. Yabidai. Auch sehr schön. Und die letzten 5 Brote kommen. Tataratatada. Sehr gut. Also die Steinmine sehr gut vorgelegt. Wir gehen mal darüber gucken. Ah, da kommen wieder welche. Da kommen wieder welche. Da kommen auch ein paar Schamanen dazu. Wir lassen das aber einfach mal hier durchlaufen so. Ich möchte hier nicht großartig dann hier in Kampfgeschehen verwickelt werden, sondern wir lassen hier einfach laufen. Und damit die Musik nicht wieder weg ist, gehe ich da einfach gar nicht oben hin, sondern lasse das einfach so durchgehen. Die werden das schon alleine regeln. Ich vertraue da einfach mal drauf, dass die das hinkriegen. Nur im äußersten Notfall möchte ich da eingreifen. Ich glaube, das brauche ich aber nicht. Das brauche ich, glaube ich, echt nicht. Ich muss da nicht eingreifen. Also hier haben sie sich weiter vorgearbeitet. Ein Hirnturm oder Hirnturm oder so. Was ist los? Wollt ihr? Wollt ihr einen Turm machen? Die haben ja so einen ewig weiten Weg. Die müssen irgendwie bis hier. Dann müssen sie hier so runter und dann... Hä? Wieso ist die Musik jetzt weg? Ach, Kacke. Nein. Dann war ich wahrscheinlich kurzfristig irgendwo auf dem dunklen Land. Ach, Gottchen. Na, dann ist auch egal. Spielen wir ohne Musik. Wir spielen ja die ganze Zeit Siedler 5, spielen wir ohne Musik. Also zumindest hier die Spielerkarte hier, das, die selbst erstellte Karte, sag ich mal. Nicht von mir, aber... Der Inquisitor, der ist leider ohne Ton. Ja, schade, ne? Ist halt doof. Und ich weiß auch nicht, warum da die Musik nicht funktioniert. Aber na egal, hier ist es ja ähnlich. So, wo wollen die hin? Die wollen hier doch nicht quer durchmarschieren. Das finde ich nicht gut. Die wollen hier quer durchmarschieren. Ja, quer durchmarschieren. Da müssen wir mal aufpassen, dass die das nicht tun. So, die Schwertkämpfer, die werden ja da zum Turm gelenkt, hoffentlich. Nee, werden sie nicht. Die werden nicht dadurch zum Turm gelenkt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ziemlich ungeil hier, was ihr hier tut. Oh, nö. Warum? Diese Säcke. Okay, ich brauche nochmal. Brauche doch nochmal andere Leute hier unten. Und, ach, das gibt's aber nicht. So, hier, Sackärsche, ey. Drecksäcke. Lass mich in Ruhe. Scheiß Schaman, ey. Okay, wir brauchen doch noch einen neuen Turm, und zwar hier. Oh Mann, ey. Wie mich die schon wieder annerven, diese Drecksplagen hier. Okay, der ist tot. Schade. So, da müssen wir jetzt irgendwie gegenhalten hier. Ja, super. Toll. Hab da bislang echt geil gemacht hier. Jetzt kommen ja auch mal diese Kack-Schamanen hier durchgeflogen. Das ist, ich hasse diese Leute. Diese Kack-Schamanen sind das Nervigste überhaupt. Wie abartig ätzend die einfach sind, ey. Ah, jetzt drehen sie wieder um. Jetzt kommen die nochmal. Jetzt wollen sie hier die Leute verfolgen. Alle. Alle, aber konsequent. Boah, ey, ihr werdet Spaß mit mir haben. Das verspreche ich euch, aber richtig. So. Da sind auch so viele Fernkämpfer noch dabei. Ja, 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 ja. Macht nur unsere Leute alle kaputt. So, alle tot.
Sehr schön. Jetzt noch die da kaputt machen. Gut, also wir brauchen hier einen weiteren Turm und am besten daneben auch noch einen hier so noch. Gut, wir brauchen Türme. Wir sollten ein paar weitere Türme bauen. Dann ist schön, dass ich das jetzt weiß. Dass ich da jetzt Bescheid weiß. Und dann werde ich mal gucken, dass wir hier unseren Trupp hier oben so ein bisschen retten. Du bist ein bisschen verletzt, ne? Sieht nicht so gut aus bei dir. So, ihr Herrschaften. Du kannst mal zum Heilen gehen. Der Rest kann gerne auch nach oben wandern. Ja, die haben hier aber auch nicht wirklich angegriffen. Weiß nicht, was die alles verzapft haben. Ah, da kommt noch einer. Wo will der noch hin? Da kommt noch einer. Wo wollen die denn alle hin? Jetzt so spät. So spät am Abend. Nein, ey. So eine unglaubliche Dreistigkeit. Das kann man sich ja nun gar nicht erlauben eigentlich hier. Aber die machen es immer wieder. So. Wir haben eine Kampfkraft von 73%. Das ist echt erbärmlich irgendwie. Ich weiß nicht. Da muss doch mehr gehen. Da muss doch noch mehr gehen. Irgendwie. Das habe ich mir fast gedacht, dass die einfach irgendwann auf die Idee kommen. Ja, wir laufen hier halt, seitlich vorbei, dann ist mir das alles egal. Dann stört das keinen mehr. Und so. Ja, macht Spaß. Gut, hier unten lohnt sich irgendwie echt nicht irgendwas. Auch nur im Ansatz an Fertigkeit am Bergwerk sonst wie irgendwie aufzustellen. Weil hier gibt es ja nichts, hier gibt es ja nur Kohle. Was soll ich mit Kohle? Und ich kann hier auch nicht irgendwie Brot oder was anderes produzieren, weil ich habe hier ja nichts. Ich habe hier kein Wasser. Eine total sinnlose Insel da unten. Also wenn es da, also da hätte man als Spielentwickler vielleicht noch ein bisschen, na, ich kritisiere die ja nicht oft, aber so ab und zu, ne, kann man das ja noch mal anbringen. Da hätte man auch gerne noch mal ein bisschen was hinbasteln können. So, hier die Eisenmine können wir wieder aufnehmen. Also die Arbeit kann dort wieder aufgenommen werden. So, du kannst auch wieder hier unten auf Position gehen. Und hier wird jetzt der Turm zumindest schon mal planiert. So, den können wir abreißen, den brauchen wir nicht. Der ist dann doch sinnlos. Zumindest größtenteils recht sinnlos. Jo, hier unsere Priester. Was machen wir noch? Was können wir sonst noch machen? Holz wird weggetragen, wir brauchen echt Steine. Viele, viele Steine. Und da werden wir hier gucken. Oh, das hat sich jetzt aber gelohnt hier. Das hat sich jetzt ja richtig gelohnt. Das war ein guter Steinzauber. Der hat's gebracht. So, ich glaube, da wir einfach mal hier so ein bisschen Truppen hier haben, laufen wir doch einfach mal hier rüber und versuchen da mal einen kleinen Angriff zu starten. Also ich muss noch einen muss ich noch hier lassen, halt, der dann noch den Turm besetzen kann. So, die hier oben, die lassen wir da einfach für alle Fälle, falls da irgendwer wieder in die Quere kommt, dass da noch ein paar Leute sind, die ihn dann aufhalten können, wenn es denn nötig wird. Keine Bäume mehr, keine Steine mehr. Wieso keine Steine mehr? Hier sind noch jede Menge Steine. Einfach hingehen, abhacken und fertig ist die Geschichte. Ganz einfach, kein Problem. Jo, und mit euch hier, ihr seid auch fröhlich dabei, produziert weiter uns ein paar schöne Krieger, das ist sehr nett. Das finde ich echt sehr edel. Finde ich sehr, sehr edel. So, wie war das hier? Das sind 8 Gold, das sind 10 Gold. Also bislang lohnt sich noch nicht wirklich da, dann wirklich auch Bezug drauf zu nehmen. Okay, Paling, Paling. Palim, Palim. So, wir sammeln uns hier und dann werden wir doch mal ein bisschen davor strömen, nach vorne steuern. Ich könnte auch bald schon mal anfangen, ein paar Gärtner hier zu basteln. Oh, das wäre ja ganz gemein, ne? Das wäre ja ganz hinterhältig. Hohoho. So, hier noch ein weiteres Wohnhaus. Also Wohnhäuser produzieren, dass wir endlich mal ein paar Siedler zusammenkriegen. Was ist mit euch hier? Also so, jetzt arbeitet ihr euch aber nicht mehr vor irgendwie, ne? Jetzt ist irgendwie, haben sie aufgegeben. Dann haben sie sich gedacht, nö, jetzt nicht mehr. Jetzt braucht man nicht mehr. Das ist jetzt egal. Wir werden jetzt mal hier schauen, ob wir uns hier so ein bisschen vorwagen können. So, ich muss mal erstmal hier unsere Bogenschützen auf 1 setzen. Ach, guck mal, da läuft noch so ein Heinzel rum. Wo läuft der denn hin? Wo will der denn hin? Warum läuft der hier so rum? Geht er von einer Farm zur anderen oder wie? Weiß ich nicht. Der lungert hier auf jeden Fall irgendwie rum. Und ich hoffe jetzt, dass nicht gleich hier irgendwelche
Truppen hier einfallen und uns hier angreifen. Das wäre natürlich auch ganz gemein. Jo, hier ist schon ein bisschen dunkles Land, aber nicht viel. Das ist nur so ein bisschen mager. Wir lassen mal einen hier unten stehen für alle Fälle. Falls hier doch irgendwer kommt. Okay, also es ist still. Es ist sehr still hier. Man hört nichts. Man hört nichts. Die Dunkelheit wirft ihre Schatten immer auf uns. Oh, und da kommt wieder so ein Pling, dass irgendwann wieder keine Bäume mehr findet. Oh nein, das ist doch jetzt, das braucht man doch jetzt nicht. Ist doch jetzt Wurst. Oh, was war das? Da hat irgendwas, guck mal, diese Platzpilze. Oh nee, da waren, oh, da war ein Käfer. Der ist aus Versehen auf grünes Land gelaufen und dadurch natürlich gestorben. Verkackt, armer kleiner Käfer. Ich finde das lustig, dass die Käfer hier neutral sind. Also, das finde ich schön. Aber es wäre natürlich ein Trick, wäre natürlich ziemlich tricky, wenn die einfach mich angreifen würden. Das wäre natürlich ziemlich fies. Also wäre ziemlich dreist von denen, aber wäre jetzt auch nicht so verkehrt, sag ich mal. Oh, hier sind aber viele. Die erste Pilzfarm schon mal mit gleich ganz vielen von den Arbeitern, von den Sklaven. Stimmt, das Problem ist natürlich, wir müssen uns so weit ausbreiten, dass die Sklaven nicht sterben, sobald sie wieder zu normalen Siedlern werden. Das heißt, wir müssen schon mit dem Land einigermaßen hier in die Nähe kommen. Das wird dann schon schwierig genug. So, bislang sind hier noch keine feindlichen Truppen mir über den Weg gelaufen. Hier ist jetzt so ein... Ja, da kommen Schamanen, da kommen Schamanen. Das ist ja gut, dass wir hier gleich so einen Trupp finden. Oh yeah. Oh yeah, da kommen wir gleich richtig. Da jetzt wird aber gemetzelt hier. So, alles, was verletzt ist, sofort auf Rückkurs. Und am besten hier unten hin. Alle Verletzten hier unten hin. Das ist gut. Da kommen noch mehr Schamanen. Das ist ja auch sehr schön. Halt. Ihr zieht euch nach da. Und ihr zieht euch auch nach da. Oh, jetzt sind wir doch so ein bisschen hier... Oh, 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 oh. Oh, doch nicht so geil. Wir laufen doch mal zurück hier. Hehehe. Scheiße. Jetzt kommen wir plötzlich aus einer Richtung. Den Kampf würden wir, glaube ich, deutlich verlieren. So, wir lassen die einfach mal ein bisschen da laufen. Ja, ich weiß, dass das... Okay, wir müssen sie ein wenig auseinanderziehen. Ein wenig zerren. Damit wir dann den Kampf gewinnen können, falls wir hier noch einen haben. Also jetzt in dem Fall. So. Jetzt haben wir nämlich wieder einigermaßen die Chance, sage ich zumindest. Es geht trotzdem ziemlich auf unsere Ressourcen hier an Leuten. Ja. Oh, und da oben kommt auch wieder wer. So. Ja gut, kämpft bis zum Ende. Bis zum Bitteren. Warte mal, vielleicht können wir irgendwie noch die hier noch retten, dass wir sagen, okay, wir lassen einfach den Rest hier irgendwie sterben. Die paar hier, dass die dann irgendwie nicht verfolgt werden. Und dann haben wir vielleicht das Glück, dass die anderen... Ja, okay. Nur noch hier wird jetzt verfolgt. Das ist gut. Dann können wir vielleicht da irgendwie... Ah, okay. Wir kommen... Ich glaube, wir kriegen noch zumindest ein paar gerettet. Das ist ja schon mal was. Gut, das war natürlich ein ziemlich heftiger Angriff. Da sind wir doch dann plötzlich mitten zwischen die Fronten geraten. Aber wir haben jetzt auch einige vernichtet. Ja, es sind jetzt schon mal weniger geworden. Wir haben zwar auch einiges auf die Glocke bekommen, aber das eine oder andere konnten wir selber vernichten. Oh, hier, wir müssen schnell die Leute hier besetzen. Die Türme hier. Oh, nein, 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 nein. Oh, Moment, 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 Moment. Hahaha. Los, weg. Ihr müsst drunter. Warum? Ihr Idioten. Ihr seid zu dumm zum Kacken. Warum macht ihr seinen... Der muss seinen Job einfach aufhören zu machen. Ja, und jetzt geht's natürlich richtig los hier. Jetzt hier. Zong, 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 zong. Ja.
Bedient euch. Bedient euch reichlich hier. 20 Leute einfach mal schnell. Genau, bedient euch schön. Oh nein, die Bauarbeiter kommen auch schon. Arbeit einstellen. Okay. Danke. Mann. Ätzende Kerle, ey. Ich hasse die. Ich hasse sie einfach. Scheiß Schaman. Hm, die machen aber schon richtig, ja, die machen schön Damage hier. Jetzt laufen sie wieder nach Hause, die Schamanen. Denken sie sich, ja, na, wir haben alles soweit geschafft hier, ne? Oh ja, der ist ja fast gestorben, der Typ noch. Die müssen wir gleich erstmal zum Heilen schicken. Arschgeigen, ey, ihr könnt mich mal. Drecksack, jetzt haben wir nur noch 5 Pioniere. Schön. Ach Gottchen. Ja, was soll's. Ist passiert. Ist halt so. Haben wir jetzt hier ein bisschen Verluste. Aber naja, komm. Ist jetzt auch nicht so wichtig. So, sind hier noch irgendwelche Krieger? Hier war es doch, sah es so gerade so rot aus. Nö, ist okay. So, dann kannst du hier bleiben. Aufpassen. Unsere ganzen Verletzten kommen ja gerade hier gemütlich durch und versuchen jetzt natürlich auch halbwegs dort auf dem Gelände zu bleiben. Ihr geht hier hoch, ihr seid hier den Nachschub für die. Und ansonsten, ja, wie sieht es denn jetzt aus an Kriegern? Also, wir haben den Gelben aber sehr gut zurechtgestutzt. Der zahlt noch 280. Ja, wir haben ein bisschen weniger natürlich, aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir werden jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in aller Frische. Bis dahin, vielleicht wagen wir dann wieder einen schönen Angriff, nicht wahr? Bis dahin, macht's gut, ne? Ciao.